Ja, schönen guten Abend, 18 Uhr. Willkommen zum heutigen Webinar FX Flat Trader Pro Helpdesk. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ja, heute werde ich mit Ihnen die neue Plattform ja, durchgehen, mal schauen, was es Neues gibt. Wir hatten bereits einige Webinare zu dem Flat Trader Pro und heute ist das Webinar hauptsächlich dafür gedacht, dass Sie die Möglichkeit nochmal kriegen, Fragen zu stellen. Also seien Sie ruhig fleißig und trauen Sie sich, in den Chat reinzuschreiben. Ansonsten habe ich natürlich wie immer einige Sachen vorbereitet, die jetzt auch in letzter Zeit oft gefragt wurden. Und da wir auch heute neue Teilnehmer haben, werden wir bei uns auf der Webseite nochmal zeigen, wo wir den FedTrader Pro überhaupt downloaden können und wo wir die Aufzeichnungen finden. Und zwar, Sie finden natürlich einmal unter Software FedTrader Pro erste Informationen zu der Plattform. Können Sie sich dann in Ruhe durchlesen. Auch hier schon mal eine kleine Vorschau, wie es aussehen kann. Und darunter sehen Sie auch bereits hier ein Einführungsvideo, ja, mit einer Timeline sogar. So können Sie direkt schauen, welche Themen wurden besprochen und können dann direkt dahin springen, wenn Sie sich für die anderen Themen nicht interessieren oder bereits wissen, wie das alles schon funktioniert. Dann können Sie direkt dann das entsprechende Thema aufrufen. So, also hier Einführungsvideo. Ich denke mal, die meisten haben es sich schon angeguckt. Ansonsten finden Sie die anderen Webinaren unter Training Videos. Dann gibt es hier eine Rubrik FlatTrader Pro Training und Sie können dann hier direkt zu den Videos springen. Auch hier mit Timeline, ja, können Sie sehen, was wir besprochen haben. Ja, und ich denke mal, das ist schon mal als Einstieg eine ja, sehr gute Hilfe. Und darüber hinaus haben Sie heute oder in solchen Helpdesk-Webinaren dann die Möglichkeit, nochmal Ihre Fragen zu stellen. Gut, ich denke mal, dazu gibt es jetzt erstmal keine Fragen. Ja, ich wollte natürlich auch noch zeigen, wo man es downloaden kann. Selbstverständlich dann hier auf GB-Konto wechseln. Hier haben Sie sogar noch eine Vergleichstabelle zwischen den verschiedenen Plattformen, also FlatTrader Pro, WebTrader und dann natürlich die Smartphones, Smartphone-App. Können Sie sehen, was kann die eine Version, was kann die andere Version nicht. Und dann klicken Sie hier auf FlatTrader Pro und da auf Download. Okay, dann springen wir natürlich jetzt sofort zu der Plattform. So. Ist die Plattform bei Ihnen zu sehen? Wird die übertragen? Einmal kurz in den Chat reinschreiben, das wäre super. Okay, prima. Vielen Dank. So sieht die Plattform aus, wenn Sie installiert haben oder gerade frisch installiert haben. Ich denke mal, ja, viele von Ihnen haben bereits die Plattform individuell angepasst. Nichtsdestotrotz, für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, das ist so mit ja, das erste Aussehen der Plattform nach der Installation. Und wie man das Ganze einrichtet, beziehungsweise die einzelnen Fenster, was sie zu bedeuten haben, habe ich bereits im ersten Einführungsvideo gemacht. Und heute werden wir uns jetzt zunächst uns auf die Order-Typen konzentrieren oder beziehungsweise nochmal genauer angucken, wie die Hedge-Funktion funktioniert, FIFO, Non-FIFO. Und dann werden wir schauen,
was da für Unterschiede gibt und wie sie das Ganze handhaben können. So, dann habe ich schon mal die erste Frage. Unter welcher Version, Windows-Version, sind die Programme FX Flat Pro MT4 lauffähig? Okay, also heute geht es natürlich hauptsächlich um den FlatTrader Pro, aber der MetaTrader 4, um das kurz zu beantworten, läuft auch unter XP, also ab XP. Ja, wie letztendlich, wie schnell das Ganze dann läuft, hängt natürlich auch von Ihrem Computer ab. Aber empfohlen wird dann doch jetzt ab Windows 7, aber lauffähig ist er auch. Gut, dann zurück zum FlatTrader Pro. Wir wollen uns ja, das Orderfenster mal angucken. Und zunächst einmal können Sie einige Optionen bereits voreinstellen. Und zwar werden wir das jetzt mal ganz kurz zusammen machen. Unter Umgebung Optionen haben Sie hier die Funktion Handeln. Und hier können Sie zum Beispiel den Handelsmodus einstellen. Voreingestellt ist Auftragsanfragen Fenster. Bedeutet, dass wenn Sie dann auf Kaufen oder Verkaufen klicken, zunächst einmal ein Fenster aufpoppt, in dem Sie dann alles nochmal bestätigen müssen. Also Ihr Entry, Ihr Einstieg, Ihr Stop und letztendlich hier Take Profit und natürlich auch welche Auftragstypen Sie überhaupt wollen, heißt Markt oder Eingabe oder OCO. Ja, und Sie können das ändern zu One-Click-Aufträge. Würde bedeuten, dass Sie, wenn Sie alles voreingestellt haben, Sie gar keine Bestätigung oder Bestätigungsfenster mehr bekommen, sondern dass die Order direkt ausgeführt wird. Und die Hedge-Funktion können Sie hier entsprechend aktivieren, ja, also dauerhaft aktivieren. Aber wir werden gleich sehen, für welchen Auftragstyp die Funktion Hedge hier überhaupt, für welchen Auftragstyp das überhaupt gedacht ist, ne? Weil da muss man aufpassen, denn das ist keine globale Einstellung für alle Ordertypen. Ja, Handelsdisclaimer und so weiter werden Sie eh dann sehen. Und hier Handelsbeträge. Sie können vordefinieren Ihre Positionsgrößen. Können Sie dann entsprechend so eine Vorauswahl auswählen, dass dann Ihre Order dann schneller durchgeben. Okay, also haben wir gemacht, wir haben hier geändert, Handelsmodus. Na, und jetzt kommt hier ein Disclaimer, muss ich bestätigen, selbstverständlich. Bitte lesen Sie sich das durch. Und Sie sehen hier, rechts hat sich auch mein Handelsmodus geändert. Vorher stand ein D und jetzt habe ich ein grünes 1. Eine grüne 1. Ja? Und damit weiß ich dann, dass ich hier den Modus One-Click anhabe. Dann gehen wir auch direkt in den Chart. Ich wähle mal hier den DAX. Dann haben Sie auch direkt gesehen, wie ich hier letztendlich unter Marktsuche ja, ein Produkt suchen kann. Ich kann mir eine ganze Gruppe auswählen und dann auf Suchen klicken. Oder ich gebe natürlich direkt den Namen ein. Ich kann zum Beispiel hier alle Märkte auswählen und dann in dem Fall heißt der DAX hier Germany 30. Und Sie sehen alle Produkte, die eben diesen Namen enthalten. Das ist der normale CFD. Das ist der CFD auf dem Future. Dann haben Sie hier noch TecDAX und den Tages-CFD. Ja, der ist natürlich unser Highlight hier bei der Plattform. Da können Sie nämlich den Tages-DAX bzw. den DAX als Tages-CFD traden
Den wählen wir jetzt auch mal aus und machen dann öffnen den Chart. Und die Besonderheit ist hier, dass der Spread 0,8 beträgt und Sie auch hier eine geringere Margin hinterlegen müssen. Allerdings müssen Sie beachten, dass der Tages-CFD auf dem DAX auch wirklich nur tagesgültig ist. Bedeutet, Sie können keine Position mit übertragen oder mitnehmen in den nächsten Tag, sondern da wird tatsächlich alle Positionen dann 22 Uhr geschlossen. Ja, das sollten Sie berücksichtigen. Und heute haben wir den Tages-CFD für Dienstag. Ja, dann sehen Sie auch hier in den Namen. Und da ist eine Abkürzung für Dienstag im Englischen. Und morgen müssen Sie dann einen neuen Tages-CFD auswählen. Der wird dann Wednesday dann heißen, also Mittwoch. Dann wird hier stehen Germany 30 Tages WED CFD und den können Sie dann einfach in den Chart reinziehen oder einen neuen Chart eröffnen. Dann können Sie den DAX dann entsprechend handeln. Okay. Falls Sie sich wundern, dass meine Plattform anders aussieht als beim letzten Webinar, ich habe hier die Software neu installiert, weil ich jetzt wieder auf einem anderen Rechner bin. Und deswegen habe ich die ganzen Voreinstellungen nicht übernommen. Ich hätte das auch machen können, indem ich hier auf Import, Export und dann entsprechend meine ganzen Einstellungen exportiere und hier dann importiere. Aber das habe ich jetzt bewusst weggelassen, um mit Ihnen entsprechend auch mal alles durchzugehen. Okay, aber wir wollen uns jetzt hier auf die Order konzentrieren und wir werden jetzt einfach mal eine Order eingehen. Sie haben dann verschiedene Möglichkeiten, eine Order einzugehen. Wenn Sie gerne mit dem Chart arbeiten, können Sie dann hier mit der rechten Maustaste auf Kaufen, Verkaufen gehen. Dann würden Sie zum Marktpreis ausgeführt, zum nächsthandelbaren Kurs. Und konditioneller Kauf ist eben, da geben Sie eine Limit-Order auf und dann haben Sie noch eine OCO-Möglichkeit. Aber wir werden jetzt einfach erstmal kaufen. Gut, ne? Es ist hier eingestellt. Sie sehen auch hier die Handelsgröße. Und also welche Richtung, was Sie gemacht haben, in dem Fall gekauft, die Handelsmenge, dann zu welchem Kurs und dann sehen Sie hier den Gewinn und Verlust. Ja? Gut. Wenn wir jetzt die Position verkaufen wollen, können wir mit der rechten Maustaste klicken und dann Position schließen. Oder wir könnten auch einfach jetzt hier auf Verkaufen klicken. Okay, dann wird nämlich die Position wieder geschlossen. Vorausgesetzt natürlich, wir wählen die gleiche Menge. Und die Position ist weg. Okay. So. Wenn wir jetzt hier nochmal Eingabe klicken und dann Auftragstyp auf Markt ändern und hier auf Verkaufen, dann können wir jetzt beide Positionen aufhaben. Sie haben vielleicht gesehen, wenn wir hier auf Markt klicken, wie ich anfangs angedeutet hatte, dass bei dem Auftragstyp Markt die Hedge-Funktion entsprechend aktiviert ist. Und auch nur für diesen Auftragstyp. Ja, also wenn Sie hedgen möchten, dann bitte denken Sie daran, auch hier diesen Auftragstyp Markt auszuwählen. Sie haben gesehen, wenn ich einfach mit der rechten Maustaste und diese beide Funktionen nehme, dann gilt Hedge hier in dem Fall nicht. Tatsächlich nur über dieses Fenster und wenn Sie hier Auftragstyp Markt eingeben. Dann eine Frage, kann man somit beim DAX CFD keine Kauflimit-Order für den nächsten Tag eingeben? Doch, sicherlich können Sie, indem Sie
den normalen DAX nehmen, also normalen CFD. Na, der läuft ja durch und da können Sie natürlich entsprechend die Order aufgeben, aber nicht für den Tages-CFD. Der ist wirklich nur tagesgültig und endet um 22 Uhr. Ja, aber Sie können für den normalen DAX hier, CFD, können Sie natürlich dann Ihre Order für den nächsten Tag eingeben. Okay? Gut. Genau. Hedge-Funktion, also immer bei Auftragstyp Markt. Okay. Wir werden diese schließen und machen erstmal mit einer Position weiter. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wie kann ich das Ganze absichern? Sie können mit der rechten Maustaste hier direkt im Chart dann auf Stops und Limits klicken, beziehungsweise hinzufügen und ändern. Dann haben Sie die Möglichkeit, hier unter Stop den Preis einzugeben oder direkt nach Distanz. Ja, wenn Sie sagen, ich möchte gerne 30 Punkte und so weiter, können Sie alles eingeben. Die Menge wird hier nicht änderbar sein, weil es direkt verknüpft ist mit dieser Order. Ja, Sie kannten vielleicht früher vom Flat Trader, dass man hier trotzdem eine andere Menge eingeben konnte. Und dann wurde entsprechend die Order ausgeführt und man hatte sozusagen eine Gegenposition dann damit auch gleichzeitig aufgemacht. Das geht hier nicht. Nur, beziehungsweise es geht, aber muss man anders vorgehen, das zeige ich Ihnen auch. Und ja, Gültigkeit, das kennen Sie. In dem Fall hier abgebrochen heißt, ist so lange gültig, bis Sie selber die Order wieder vom Markt nehmen. Ja, dann Zeit ist, denke ich, klar. Sie geben dann eine Zeit ein, beziehungsweise Datum, wie lange die Order gültig sein soll. Oder eben Tagesschluss. Okay? Dann können Sie, wie gesagt, hier Stop und Limit eingeben. So. Und dann sehen Sie hier Ihren Stop und Ihre Order. Okay? Gut. Sie hätten das Ganze auch hier machen können, unter offene Positionen. Wenn Sie dieses Fenster nicht mehr haben oder es gar nicht von vornherein nicht hatten und Sie möchten das jetzt gerne hinzufügen, dann finden Sie das unter Ansicht, Handelsfenster, offene Positionen. So wie auch natürlich die anderen Fenster hier, Handelsverlauf und so weiter, was ich hier bereits integriert habe. Und auch, wie gesagt, nach einer neuen Installation bei Ihnen vorhanden sein sollte. Aber wenn nicht, dann unter Ansicht und Handelsfenster. Okay, jetzt wurde meine Position geschlossen. Und dann sehen Sie, dass die ja alles entsprechend weg ist. Jetzt die zweite Option, entsprechend die Position zu abzusichern, ist, indem Sie nicht einen Stop eingeben, was verknüpft ist mit der Order oder mit der Position, die Sie schon im Markt haben, sondern indem Sie einfach ein Limit reinsetzen. Ja? Also konditioneller. In dem Fall sind wir ja long gegangen. Dann gehen wir hin und machen einen konditionellen Verkauf. Und ja, wo sind wir jetzt eingestiegen? 10.951. Wir übernehmen das jetzt einfach und machen dann aber stattdessen als Beispiel, wenn der Markt dahin kommt, möchte ich gerne die Long-Position schließen. Allerdings möchte ich direkt auch Short gehen. Und in dem Fall würde man hier als Beispiel jetzt eine 2 eingeben, übernehmen und wenn die Position entsprechend hier runterkommt, ich versuche das ein bisschen enger zu ziehen, vielleicht passiert das ja noch, dann wird die Long-Position geschlossen und gleichzeitig werden wir dann ein DAX Short sein, weil wir eingestellt haben 2 und eine,
Ein CFD wird mit dem Long dann ausgeglichen und dann bleibt noch ein CFD übrig, Short. Und somit haben wir dann die Position umgedreht. Okay? Sie haben auch die Möglichkeit, die Position sofort zu drehen. Ich ziehe das mal ein bisschen runter hier. Und zwar, wenn Sie hier mit der rechten Maustaste klicken, können Sie hier die Funktion Position umkehren machen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und dann wird für Sie automatisch die Long-Position geschlossen und gleichzeitig dann eine Short-Position eröffnet. Und ja, das können Sie dann, das ist eine Funktion, die können Sie anwenden, wenn Sie von der Marktsituation her, wenn Sie jetzt Long sind zum Beispiel und Sie sind nicht mehr davon überzeugt, dass der Markt jetzt entsprechend auch Long geht und dann eher Short, dann könnten Sie hier mit dieser Funktion entsprechend so schnell wie möglich die Position umdrehen. So, dann könnten wir das Ganze ja nochmal machen. Und wir haben hier dann den Limit noch drin. Jetzt etwas, was Sie natürlich beachten müssen, wenn Sie einen Stop oder einen Take Profit eingeben, ja, ein Limit, und Sie machen das über die Position direkt, also hier rechte Maustaste, Stop Limits hinzufügen, ändern oder hier, ne, geht ja auch. Dann sollten Sie damit da berücksichtigen, dass wenn Sie die Position schließen oder es ist ein Limit und Sie haben dann einen Stop und einen Take Profit angegeben und die Order dann wieder aus dem Markt nehmen, dann wird dann automatisch auch der Stop und Take Profit mitgelöscht. Ja? Wenn Sie das nicht machen und jetzt, wie wir jetzt gerade im Beispiel machen, mit einer anderen Order und ich würde jetzt die Position einfach schließen, ja, weil warum auch immer, dann bleibt mein Limit natürlich weiterhin bestehen. Denn das ist ja nicht verknüpft mit der Position, die wir eben drin hatten. Das sollten Sie nicht vergessen, dass wenn Sie eine Position drin haben, Sie dann entsprechend auch die Gegenposition als Absicherung auch vom Markt nehmen. Ja, sonst haben Sie Ihre Position geschlossen und denken, ja, okay, super, ich bin raus, habe ein Plus gemacht. Und vergessen dann ihre andere Position und machen den PC aus oder was auch immer. Und wundern sich später, dass sie plötzlich im Markt sind. Und im schlimmsten Fall läuft auch noch gegen sie. Also deswegen bitte immer dran denken, wie habe ich meinen Stop eingestellt? Bin ich direkt über die Position gegangen oder über die Order? Oder sichere ich mich ab über eine zweite Order, ja, die im Markt liegt? So, also wir haben gesehen, wir haben die Möglichkeit hier direkt zu kaufen und verkaufen und natürlich auch hier Eingabe. OCO, ja, ich denke, ist ein Begriff. Sie haben zwei Order und wenn eine ausgeführt wird, dann wird die andere automatisch dann gelöscht. Ich denke, das brauchen wir jetzt nicht weiter besprechen. Und Sie haben natürlich noch die Möglichkeit, viele, vielleicht kennen Sie das ja von anderen Plattformen, wie zum Beispiel MetaTrader, dass Sie so ein One-Click-Trading hier haben. Das haben Sie hier auch. Das nennt sich auch ein bisschen anders. Ja, das hat einen anderen Namen. Und zwar ist das die Quotenplatte. Okay? Sie können das, so wie ich das gemacht habe, über Ansicht und dann Quotenplatte. Sie können auch mit der rechten Maustaste und dann Charteigenschaften. Und dann hier links unter Anzeigen ausblenden, Quotenplatte einblenden bzw. anzeigen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze entsprechend zu aktivieren. Und auch hier gilt, wenn Sie hier Handelsmodus One-Click haben, dann können Sie direkt hier die Order ausführen.
Ja, damit Sie auch sehen, hier Tages-CFD DAX 0,8 Spread. Und Sie sehen auch, dass die Margin geringer ist. Die Gesamtmargin ist jetzt für die Position 54 Euro. Ich habe allerdings auch zwei gekauft. 54 Euro wäre beim normalen CFD, beim DAX-CFD, müssten Sie für eine Position hinterlegen, ne? Also hier haben Sie eine geringere Marge. Gut, auch hier gilt für die Quotenplatte, der Hedge-Modus gilt für diese Funktion hier nicht. Also wenn ich jetzt hier auf Verkaufen klicke, dann werde ich keine zweite Position eröffnen, sondern werde damit schließen. Und mit der Vorauswahl der Positionsmenge, was ich vorhin gezeigt habe, Sie finden hier die Möglichkeit, entsprechend das auszuwählen, was Sie hier einstellen können. Ja, also Sie haben hier die Möglichkeit, noch weitere hinzuzufügen. Müssen Sie mal schauen, wenn Sie immer die gleiche Position oder verschiedene Positionsgröße täglich benutzen, immer im Wechsel, dann können Sie hier ganz schnell eingeben, rein und so weiter. Okay? So, ich könnte das auch nehmen, um eben auch Teilschließungen durchzuführen. Also ich bin jetzt 10 long, will aber nur 5 wieder verkaufen und habe dann entsprechend auch hier die Teilschließung durchgeführt und habe nur noch 5 im Markt. Also auch für das ist das ganz hilfreich. Wenn Sie immer eine feste Größe benutzen, um in den Markt zu gehen, und dann, je nach Strategie, was Sie benutzen, Teilschließungen durchführen. Und dann können Sie das hier ganz schnell machen. Nur als Beispiel, Sie gehen 10 DAX Long. Und je nachdem, wie Sie im Gewinn sind oder auch im Verlust, ne, wenn Sie ein Scale-out machen, dann können Sie entsprechend hier einstellen, 5, 2 und was weiß ich. Und dann direkt entsprechend hier Teilschließungen durchzuführen. Okay? Dann haben Sie hier, wenn Sie die Quotenplatte offen haben, weitere Informationen. Was ganz wichtig ist, ist hier das kleine i. Dann kommen Sie nämlich zu der Informationsseite und da springen wir jetzt einmal kurz hin. Und hier, meine Damen und Herren, werden Sie alle Informationen zum Produkt finden. Ja, hier ist alles gesammelt. Es gibt keine PDF mehr oder so Marktinformationsblätter, wie Sie es vielleicht von früher kennen. Sie finden jetzt alles über die Plattform. Okay? Unter anderem, wie die Anfangsmargin ist. Sie sehen, das ist hier viel geringer, 0,25%. Beim DAX, beim normalen CFD haben Sie 0,5 und entsprechend hier gemäß der Step Margin, die immer höher wird, ne, je nachdem, wie die Positionsgröße ist. Dann sehen Sie den Spread, Sie sehen die Handelszeiten und. Ja, also Marktwährung und so weiter. Sie sehen hier der garantierte Stop, wie viel da der Mindestabstand ist. Und Preistoleranz, das ist nämlich eine super Funktion hier, was der FlatTrader Pro anbietet. Sie können hier einstellen, wie viel Slippage Sie akzeptieren möchten. Na, je nach Marktsituation, nach Volatilität. Und wenn Sie dann auf Kaufen oder Verkaufen klicken, und Sie werden dann zum nächsthandelbaren Kurs ausgeführt. Aber da gerade eine wilde Phase ist, dann kann natürlich der nächste Kurs entsprechend etwas weiter weg sein. Und hier können Sie einstellen, wie viel, welche Entfernung Sie durchaus bereit sind zu akzeptieren. Voreingestellt sind 2 Punkte. Können Sie dann entsprechend, je nach Strategie oder wie Sie das haben möchten, dann hier einstellen, das wird dann auch gespeichert. Gut, okay, dann springen wir wieder zurück zu der Plattform.
Dann haben wir hier noch zugehörige Nachrichten. Ja, dann können Sie hier die Nachrichten alle sehen. Sie haben nämlich hier dieses Tool Neuigkeiten. Der Flatbilder Pro bietet Ihnen die Möglichkeit, Nachrichten zu empfangen und entsprechend auch dann daraus Schlüsse zu ziehen. Und hier ist das dann direkt gefiltert für den DAX und dann können Sie hier entsprechend durchgehen. Und wenn Sie möchten, wenn Sie sagen, ich handle nur den DAX und mehr brauche ich nicht, aber ich möchte die Informationen immer im Blick haben, haben Sie die Möglichkeit, das Ganze entsprechend anzuordnen. Und wie Sie vielleicht in den anderen Videos gesehen haben, habe ich Ihnen gezeigt, dass es so Andockpunkte gibt. Na, sobald Sie hier die obere Leiste mit der linken Maustaste festhalten und dann bewegen, dann sehen Sie, je nachdem, wo Sie sich gerade bewegen, sehen Sie diese Andockpunkte. Und dann können Sie entsprechend entscheiden, wo Sie das gerne haben möchten. Ich möchte das zum Beispiel jetzt hier haben. Können Sie natürlich noch anpassen, das Ganze. Und dann hätten Sie zum Beispiel den DAX und sehen dann immer hier direkt die Nachrichten dazu. Ja? So, dann weiter hier haben Sie noch die Möglichkeit, noch einen neuen Chart zu öffnen. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, den DAX dann entsprechend in die Watchliste hinzuzufügen. Bedenken Sie aber nochmal zur Wiederholung, das ist jetzt der Tages-CFD. Sie können ihn natürlich gerne zur Watchliste hinzufügen, der wird allerdings morgen nicht mehr gültig sein. Das heißt, da müssten Sie dann entsprechend den Tages-CFD für Mittwoch ergänzen. Okay? Eine Möglichkeit wäre, das mache ich dann immer gerne, wenn ich die Plattform dann aufmache, ich lasse dann immer Popular und Popular German angeklickt und entsprechend nichts gebe ich hier nichts ein. Und wenn ich dann die Plattform jeden Tag dann aufmache, dann drücke ich einmal kurz auf Suchen und kriege dann direkt immer den richtigen Tages-CFD. Ja, sowohl für DAX als auch für den Dow Jones hier Wall Street. Und wenn es dann soweit ist, also wenn am nächsten Tag, meistens habe ich natürlich dann den Chart vom Vortag noch offen, der wird sich natürlich nicht mehr bewegen, dann gehe ich hin, halte mit der linken Maustaste fest und ziehe den einfach rein und dann ist mein Chart wieder aktuell und ich kriege die aktuellen Kurse. Ja? Okay, so. Hier sind ein paar Fragen im Chat, die will ich natürlich beantworten. Kann man die Charts auch auf einen zweiten Monitor auslagern und kann man die Kursanzeige etwas nach links verschieben, sodass man rechts einen größeren Rand hat für die nächsten Kursverläufe? Also, Sie haben natürlich die Möglichkeit, hier den Chart auch auf einen zweiten Monitor zu verschieben. Und zwar, sobald Sie das hier. Na, angenommen, Sie haben das jetzt so. Und sobald Sie das hier, denn das Chartfenster aus dieser Anordnung wieder befreien, dann ist ja das Fenster beweglich und auch von der Plattform gelöst. Und Sie können das entsprechend, Sie sehen, dass das verschwindet jetzt hier. Ich habe jetzt hier vier Monitore und das ist entsprechend jetzt auf dem anderen Monitor. Gerne kann ich Ihnen das mal kurz zeigen, dass das jetzt auch mal am anderen ist. Das müsste der sein. Genau, ne? Also sehen Sie, da ist er. Okay, also das geht natürlich. Und wenn Sie den nicht wieder andocken wollen, dann brauchen Sie hier nur auf der oberen Leiste hier mit der rechten Maustaste auf Schwebend machen. Dann ist dieses Fenster auch eigenständig und Sie sehen, Sie können das auch nicht mehr andocken. Ja, also das ist wirklich ein eigenes Fenster und hat
so mit der Plattformanordnung nichts mehr zu tun. Wenn Sie das wieder drin haben wollen, dann müssen Sie wieder undockbar anklicken. Und Sie wollen hier, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr Platz haben. Ja, Sie haben es gesehen. Ich bin einfach mit der linken Maustaste reingeklickt und habe den Chart einfach nach links verschoben. Mehr ist das nicht. So, gilt das auch für englisches Konto? Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie damit meinen, aber wenn Sie die Plattform auf Englisch haben wollen, dann können Sie das auch hier auf Sprache, Umgebung, Sprache klicken und dann entsprechend auf Englisch ändern. Ansonsten wüsste ich jetzt. Ja, ach so, das I hier. Ja, natürlich, das gilt natürlich auch. Die ganzen Funktionen, was Sie jetzt hier sehen, haben Sie natürlich auch in der englischen Sprache, beziehungsweise für die Kunden, die die Umstellung mitgemacht haben, finden Sie natürlich auch alles genauso bei Ihnen, ja, auf der Plattform. So, dann Toolbar-Leiste, Größe einstellbar. Ich denke mal, Sie meinen das hier, ja? Diese Leiste hier im Chart. Korrekt? Ob das jetzt hier vergrößerbar ist? Ich glaube nicht. Also, ich habe diese Funktion noch nicht gefunden, dass man diese Leiste hier vergrößern könnte. Gerne, wenn Sie das finden, können Sie mir eine E-Mail. Nein, untere Leiste. Untere Leiste. Also nicht diese hier, sondern die hier. Toolbar-Leiste. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen. Also diese meinen Sie nicht, sagen Sie. Dann bin ich gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht können Sie mir das nochmal hinschreiben, dann versuche ich natürlich die Frage zu beantworten. Aber nichtsdestotrotz auch das als Info. Ich wüsste jetzt nicht, wie man diese Leiste hier irgendwie vergrößern könnte, wenn Sie die Ansicht, das hier, ja? Okay, ja, diese Leiste, das Leiste, wo Ansicht einstellbar ist. Genau, also diese Leiste meinen Sie. Und Sie wollen sie vergrößern. So habe ich das jetzt verstanden. Das ist die Leiste, wo Ansicht ist. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob man das vergrößern kann. Ich habe das noch nicht in den Einstellungen gesehen. Falls Sie das finden, würde ich mich sehr gerne über eine E-Mail freuen. Einfach an service@fxweb.com. Dann weiß ich dann auch, wie das geht. Also, ich bin wirklich mal alles durchgegangen und habe jetzt nicht in Erinnerung, dass man hier diese Leiste vergrößern könnte. Ja, aber wie gesagt, ich weiß natürlich auch nicht alles und würde mich freuen, wenn man mir diese Informationen mitteilt. Okay, nächste Frage. Wie lange kann man ein Demokonto bei Ihnen testen und wie ist die Mindesteinzahlung auf ein Live-Konto? Danke für die Antwort. Also zurzeit ist es so, dass das Demokonto 30 Tage Laufzeit hat und die Mindesteinzahlung bei FX Flat sind 200 Euro. Das gilt sowohl für das englische Konto, also hier FlatTrader Pro, als auch für den MetaTrader 4 in Deutschland. Gut, haben Sie weitere Fragen? Okay, dann können wir hier mit dem Chart weitermachen. Und zwar nicht nur wurde, sondern wird auch noch sehr oft gefragt, wie man diese Labels, jetzt habe ich auch den Begriff, ich habe ja vorher immer Informationswolke dazu gesagt, aber selbstverständlich kann man auch Labels dazu sagen.
wie man diese deaktivieren kann oder ausblenden kann. Wenn Sie überlegen, wir machen hier mal die Quotenplatte weg und wir fügen mal ein paar Indikatoren hinzu. Na, ich werde jetzt nicht auf die Einstellung jetzt achten. So, dann machen wir noch eins. So, wenn man dann hier noch einen konditioneller Verkauf hätte und so weiter und so weiter, man sieht, manchmal sieht man schon gar nicht die ganzen Labels. So, dann stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt mehrere Positionen drin und noch einen Indikator hier, einen Indikator da. Dann wird es sehr schnell unübersichtlich. Wenn Sie die Aufzeichnungen sehen, dann haben wir das Ganze besprochen, wie wir auch alles voreinstellen können und entsprechend auch speichern können, indem wir eine Vorlage speichern für die anderen neuen Charts, die wir dann öffnen, damit man nicht immer die gleichen Einstellungen machen muss. Also schauen Sie diesbezüglich mal die Aufzeichnung an. Allerdings kann ich Ihnen natürlich zeigen, wo Sie das einstellen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder können Sie über Ansicht und dann Chartstufen, ja, und hier sind die ganzen Labels drin, die Sie ein- und ausblenden können. Wir haben hier links haben wir eine Position offen. So, und dann gehen wir hin und schauen hier, okay, Positionen, da ist jetzt ein Häkchen dran. Wenn ich das wegmache, dann ist auch dann sind die Labels auch weg. Okay, und das gilt natürlich dann auch für die Indikatoren. Und dann haben wir da noch eine Order drin. Das gilt dann natürlich auch für ausstehende Aufträge. Und dann ist auch alles weg. Ja, die zweite Möglichkeit, das Ganze dann einzustellen, wäre über Chart-Eigenschaften. Dann hier nicht, wie der Name hier sagt, unter Labels, sondern unter Schichten. Und hier wählen Sie dann entsprechend aus, zum Beispiel Indikatorenlabels. Und da habe ich ja eben hier ausgeblendet, Anzeigen. Und dann ist das auch wieder drin. Ja, und wenn Sie das dann alles gemacht haben, so wie Sie es gerne haben wollen, dann nochmal ganz kurz gehen Sie hin und machen Chartvorlage, ja, speichern das Ganze. Okay. Und damit diese Vorlage auch standardmäßig geöffnet wird oder geladen wird, für die nächsten Charts, gehen Sie dann hin und unter Chartvorlagen, dann Chartvorlagen verwalten. Und wenn Sie jetzt einen Namen sich vergeben, ja, oder den Namen für die Vorlage entsprechend ausgewählt haben, dann gehen Sie hin hier unter Chartvorlagen, klicken dann die Vorlage an und klicken dann hier auf Primär gesetzt. Und dann wird diese Vorlage automatisch dann geöffnet, wenn Sie einen neuen Chart öffnen. Okay? Gut, aber dazu ausführlich in den Aufzeichnungen können Sie ja in der Timeline schauen, ab wann das Thema beginnt und können dann entsprechend dahin springen. Da komme ich nämlich direkt zur nächsten Frage, weil ich hier die Labels sehe. Und zwar wurde im Chat gefragt, wie man die Indikatoren auch wieder löschen kann. Sie können ganz einfach, wenn Sie die Labels noch drin haben, mit der rechten Maustaste darauf und auf Indikator löschen klicken. Okay. Oder aber Sie klicken mit der rechten Maustaste, in den Chart und angehängte Indikatoren und dann kriegen Sie natürlich auch eine Auflistung von den Indikatoren, die Sie hinzugefügt haben und können dann entsprechend auch verändern oder löschen. Okay, also wenn Sie die Labels drin noch eingeblendet haben, dann rechte Maustaste können Sie entfernen oder wenn Sie die nicht mehr sehen, dann rechte Maustaste angehängte Indikatoren
Und da können Sie entsprechend die Indikatoren wieder löschen. So, das Demokonto sieht anders aus als das Live-Konto. Inwiefern? Was anders ist, ist tatsächlich die Sprache. Und zwar, wenn Sie jetzt ein neues Demokonto eröffnet, dann ist standardmäßig das in Deutsch. Und natürlich gilt das auch für neue Live-Konten. Für die Konten, die migriert worden sind, die sind in zurzeit noch auf Englisch. Da arbeiten wir aber dran. Ja? Gut. Warum ist die Marge bei One-Click geringer? Nee. Also, wie Sie die Order ausführen oder die Position öffnen, ist egal. Also, das hat mit der Marge nichts zu tun. Was die Marge verändern könnte, ist, wie Sie vielleicht gesehen haben, ich habe das Fenster noch offen. So, dann springen wir noch mal kurz dahin. Ist die Step Margin Eigenschaft, je nachdem, wie viele Positionen Sie dann öffnen, verändert sich entsprechend auch die Margin, die Sie hinterlegen müssen. Aber ansonsten, ob Sie jetzt Auftrags für Markt auswählen oder durch Eingabe oder über die Quotenplatte, das bleibt gleich. Wir können das ja gerne mal machen. Also, wenn ich jetzt einfach mal kaufe, ich habe noch eine Position drin, warten Sie. So. Ich kaufe jetzt einfach und Sie sehen, meine Gesamtmargin hier in dem Fall 27 Euro. Ich würde die Position wieder einblenden bzw. Label. Ja, ein CFD bei dem Tages-CFD 27. Okay, wenn ich das jetzt ich lösche das wieder. Wenn wir das jetzt über das Auftragsfenster machen und Auftragstyp zum Beispiel Markt, ein CFD, ich könnte sogar hier berechnen lassen und Sie sehen auch 27 Euro. Das kann natürlich etwas variieren. Ja, vielleicht ist das die Frage gemeint, je nachdem, wie gerade der Kurs ist. Weil das wird natürlich ja davon abgeleitet, die 0,25%. Dann kann es natürlich hier kleine Veränderungen geben. Ja? Das sollte man natürlich berücksichtigen. Ansonsten bleibt das gleich. Sie sehen eben was 87 oder so, ich weiß nicht mehr. Und Sie haben auch gerade noch gesehen, dass sich ein bisschen verändert hat, weil der Kurs entsprechend sich bewegt hat. Also da gibt es keine Änderung oder keinen Unterschied, ob Sie jetzt über One-Click machen oder Auftragstyp, Markt oder Eingabe, bleibt alles gleich. So, dann noch weitere Fragen. Ticks, Chartlinie, Stärke einstellbar. So, dann machen wir das mal. Also, Linie. Dann konnte man das tatsächlich auch einstellen. Lassen Sie mich mal kurz nachschauen. Wahrscheinlich bei den Charttypen unter Linie. Linie Stärke. Sowas. Sie haben sogar die Möglichkeit, da gehen wir nochmal rein, und zwar, Sie können zwei unterschiedliche Farben einstellen, wenn der Kurs nach oben geht und wenn der Kurs nach unten geht. Also, wir wählen zum Beispiel hier grün für steigend und rot für fallend. Mal gucken, ob es klappt. Genau. Da haben Sie auch die Möglichkeit, das entsprechend einzustellen. Ja? Wie gesagt, gut, dass wir das auch machen. Und zwar kommen wir dann zu der Frage. Ja, jetzt habe ich alles eingestellt. Ich habe es zwar gerade vorhin schon gesagt, wie man das macht, aber ich möchte das gerne nochmal wiederholen, weil das wirklich wichtig ist, weil die Teilnehmer bzw. die Kunden das auch immer wieder suchen. Alles, was Sie hier jetzt in den Chart einstellen und Sie wollen das übernehmen,
Es gibt leider im Moment nicht die Möglichkeit, das Ganze global einzustellen. Das heißt, Sie müssen sich diese Vorlage speichern, dann wie gezeigt unter Chart Vorlagen verwalten, das Ganze dann als Primär setzen und dann haben Sie die Einstellung auch nicht verloren und müssen nicht jedes Mal alles wieder neu einstellen. Damit sparen Sie sich sehr viel Arbeit. Okay? Das wollte ich nochmal wiederholen, weil das auch doch sehr wichtig ist und kann eine Menge Arbeit sparen. Sie haben jetzt aber den 5-Minuten-Chart. Okay, Sie wollen, okay, Sie meinen wahrscheinlich den Tick-Chart, ja? Sie meinen hier diese Größe. Ob das hier stärker einstellbar ist? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass das änderbar war. Ne, ich wüsste, also ich kenne nicht diese Option, das Ganze zu ändern, aber auch hier gilt, ich weiß nicht alles, von daher sollten Sie das wissen, können Sie sehr gerne, sollten die anderen Teilnehmer das wissen, wenn Sie, wie man das machen kann. Ansonsten gerne eine E-Mail an mich und ich freue mich immer über Informationen von Ihnen. Ja? Also, ich wüsste jetzt nicht, wo man das einstellen kann. Aber wie gesagt, vielleicht weiß das jemand. Weitere Fragen? Wo ich das hier gerade hier geändert habe, achten Sie bitte darauf, dass Sie hier entsprechend den Preis auswählen, den Sie auch gerne hier im Chart sehen möchten, ja. Standardmäßig bei den Plattformen ist der Bit-Preis ausgewählt. Hier hat man die Möglichkeit, den Ask-Preis anzeigen zu lassen und sogar die Mitte. Aber wie gesagt, standardmäßig ist das der Bit-Preis und wenn Sie dann Charts vergleichen wollen mit anderen Kollegen oder auch hier im Service mit uns, wenn Sie da Fragen haben, dann sagen Sie uns entsprechend auch, was für einen Preis Sie ausgewählt haben, beziehungsweise ändern das vielleicht dann auf Bit. Okay? Meine E-Mail-Adresse schreibe ich natürlich rein. Kriegen Sie jetzt. Also natürlich einmal service@fxweb.com, aber auch meine direkte E-Mail finden Sie jetzt alles im Chat. So, da sind ja noch ein paar Fragen gekommen. Okay, hier scheint der Channel zu. Okay, hier erscheint der Chart nur circa 7 Minuten größerer Spielraum möglich. Ich denke mal, das bezieht sich auf den Tick-Chart. Die Historie kann man so leider nicht verändern, was Sie machen könnten. Lassen Sie mal schauen. Ich meine. Man könnte. Ich glaube, das war hier. Sie könnten versuchen, die maximale Anzahl von Balken zu erhöhen, ja? Ob sich da was ändert. Aber die Historie ist schon begrenzt hier. Und das hängt dann vom Kursversorger ab. Ja, das können wir so nicht ändern. Was die Nachrichten anbelangt, möchte ich wissen, ob es sich lediglich um Schlagzeilen handelt oder ob sich deine Vollständigen verbergen. Danke. Ja, das ist nicht nur eine Schlagzeile, sondern tatsächlich auch Informationen. Also mit dem Doppelklick können das Ganze mal zurücksetzen. Na, dann kriegen Sie alle, also alle News, die vom Anbieter kommen.
können Sie mit Doppelklick machen und da kriegen Sie auch die volle Nachricht. Also nicht nur die Schlagzeile, sondern wirklich alles, alles enthalten. Ja? Naja, hier wird keine halbe Sache gemacht. Die nächste Frage. Ist die Marge im Tages-DAX-CFD die Hälfte wie beim normalen? Ja, korrekt. Wenn ja, warum? Weil hier das Risiko, dass dadurch, dass Sie nur Intraday halten, geringer ist. Ja, Sie nehmen nichts über Nacht. Sie können das nicht längerfristig dann die Position halten. Und entsprechend müssen Sie da nur für eine kürzere Zeit eine Marge hinterlegen, beziehungsweise sind dann im Risiko. Okay, also für Sie als Intraday-Trader und wenn Sie den DAX gerne handeln, nur Vorteile. Einmal den geringeren Spread und die geringere Marge. Ja, und die Frage haben wir auch mal bekommen, ob das zwei unterschiedliche ja, DAX-Kurse sind. Natürlich nicht, ne? Ist der gleiche DAX, aber eben der eine ist nur tagesgültig, also sage mal das Produkt oder der Chart an sich und der andere ganz normal 24 Stunden. Ja? Gut, weitere Fragen? Ansonsten haben wir ja die Zeit schon gut gefüllt bekommen. Das ist hier der Datenfeed von Gain Capital, beziehungsweise da steckt Reuters dahinter. Weitere Fragen? Ansonsten haben wir ja, wie gesagt, die Stunde gut gefüllt. Schön, dass Sie da auch aktiv mitgemacht haben. Schauen Sie sich, wie gesagt, die anderen drei Aufzeichnungen an. Ich wechsle da nochmal. Da ist wirklich sehr, sehr viel besprochen. Ja, viele Grüße zurück. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich wechsle nochmal ganz kurz zu der Webseite. So, das sollte genau. Und dann hier Videos, Flat Trader. Sie wissen bestimmt schon viele Themen, die hier besprochen wurden, aber schauen Sie sich bitte die Liste an. Da ist bestimmt irgendwas, was Sie noch nicht kennen. Und sollten Sie etwas finden, was wir tatsächlich noch nicht besprochen haben, dann Sie haben meine E-Mail-Adresse. Schreiben Sie mir. Ich helfe immer gerne, wissen Sie. Und ja, wenn ansonsten gerne auch im nächsten Webinar. Okay? Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Teilnahme und natürlich auch für die Mitarbeit hier, dass Sie auch aktiv mir Fragen gestellt haben. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend noch. Passen Sie auf Ihre Position auf, wie immer. Und ja, bis dahin. Viel Erfolg noch. Vielen Dank. Tschüss.